Ja, weiter geht's mit Lektion Nummer 6. Il plante des légumes. Il plante des légumes. Il plante. Plante. Pflanzt. Des légumes. Er pflanzt Gemüse. Er pflanzt Gemüse. L'enfant reçoit un jean. L'enfant reçoit. Das ist wie receive oder was? Reçoit. Erhält, genau, tatsächlich. L'enfant reçoit un jean. 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 Er sagt Jean. Okay. L'enfant reçoit un jean. Das Kind erhält eine Jeans. Elle présente un livre. Elle présente un livre. Sie stellt ein Buch vor. Sie, hoppala, sie stellt, hoppala, sie stellt ein Buch vor. Il programme quoi? Was programmiert er? Was programmiert er? Vous vous promenez. Vous vous promenez. Was heißt denn promener? Promener. Ah, vous promenez. Wahrscheinlich das Reflexive, oder? Reflexiv. Se promener ist dann spazieren gehen. Vous promenez. Ihr geht spazieren. Ihr geht spazieren. Il programme quoi? Il programme quoi? Il programme quoi? Il programme quoi? Quoi? Il programme quoi? Was programmiert er? Que préférez-vous? Que préférez-vous? Was bevorzugt ihr? Was bevorzugt ihr? Vous me plaisez. Vous me plaisez. Ihr gefällt mir. Ihr gefällt mir. Oder halt auch die Höflichkeitsform. Sie gefallen mir. Und das war Lektion 6. Lektion abgeschlossen. Kommen wir nun zu Lektion 7. Il refuse. Il refuse. Er lehnt ab, ne? Er lehnt refuse. Ab, genau. Er weigert sich. Er weigert sich. Je rentre. Je rentre. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Je me repose durant la nuit. Je me repose durant la nuit. Ich mich repose durant la nuit. Was heißt denn repose? Repose. Ah, erhole. Ich erhole mich während der Nacht. Ich erhole mich während der Nacht. Les chiens répondent au chat. Les chiens répondent au chat. Répondre. Répondre. Antworten. Ah, antworten, natürlich. Response. Die Hunde antworten den Katzen. Okay. Die Hunde antworten den Katzen. Okay. Elle remarque un insecte. Elle remarque un insecte. Elle remarque un insecte. Insecte. Remarque. Sie bemerkt ein Insekt. Elle remarque un insecte. Okay. Sie bemerkt ein Insekt. Sie bemerkt ein Insekt. Il refuse. Il refuse. Il refuse. Er lehnt ab. Elle rend le chapeau. Elle rend le chapeau. Sie rend. Sie gibt den Hut zurück, oder was? Sie geht zum Hut zurück? Oh. Gibt den Hut zurück. Sie gibt Chapeau. Den Hut zurück. Sie gibt den Hut zurück. Ça représente une abeille. Ça représente une abeille. Abeille, was ist denn Abeille? Abeille. Biene.
Repräsent. Ja, ja, okay, das stellt eine Biene dar. Das stellt eine Biene dar. Sie kann ihn mitnehmen. Mitnehmen. Mitnehmen, das Wort hatten wir doch gar nicht. Oder? Nee, das Wort hatten wir nicht. Wird das so geschrieben? Ach so, ja klar, natürlich. Wegen, ja, Vokal, ja. Ja, es ist okay, ja. Elpö Lemony, aber es war richtig. Abgesehen davon. Die kann ich mir, ja, dürfen wir nochmal versuchen, okay. Elpö Lemony. Lemony. Juhu. Lektion abgeschlossen. Und kommen wir nun zu Lektion Nummer 8. Pourquoi rêvons-nous? Pourquoi rêvons-nous? Träumen. Okay, warum träumen wir? Okay, warum träumen? Träumen wir? Wir? Il semble malade. Semble. Scheint. Er scheint krank. Wahrscheinlich sollte man hinschreiben noch zu sein. Er scheint krank zu sein. Okay. Ça ressemble à un œuf. Ça ressemble à un œuf. Ça ressemble à un œuf. Œuf. Ça ressemble à un œuf. Ressemble. Ähnelt. Das ähnelt einem Ei. Das ähnelt einem Ei. Je reviens. Ich komme zurück. Zurück. So. Komme wieder. Retourner, ist das nicht auch zurückkommen? Kehrt zurück, dreht um. Okay, er dreht um. Il semble malade, das hatten wir auch schon. Il semble malade. Er scheint krank zu sein. Il réserve un livre. Reserve? Reservieren oder was? Reserve. Lässt zurücklegen, okay. Zurücklegen heißt es. Okay. Er reserviert ein Buch. Er legt ein Buch zurück. Komm, machen wir mal so. Er legt ein Buch zurück. Zurück. So. Je rêve de ma femme. Was war Rêve? War das Träumen oder was? Rêve. Tatsächlich. Je rêve de ma femme. Ich träume von meiner Frau. Il revient. Er kommt zurück. Hoppala, zurücks. Er kommt zurück. So. Il retourne. Il retourne. Je rêve du cheval. Je rêve du cheval. Ich träume von einem Pferd. Von dem Pferd, okay. Il réserve.
Okay, Reserve, doch, Reserve. Wieso hat er dann gesagt, il Reserve? Il Reserve. Reserve. Ah, das ist aber schwierig. Il Reserve. Reserve, okay, il Reserve. Er reserviert. Il ressemble à une crêpe. Il ressemble à une crêpe. Er ähnelt einem Pfannkuchen. Er ähnelt einem Pfannkuchen. Ähnelt einer Crêpe. Okay. Ich komme wieder. Je retourne. Nee, je reviens. Je reviens. Das ähnelt einem Ei. Ça ressemble à un œuf. 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 Ça ressemble à un œuf. Il réserve un livre. 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 Ok. Il réserve un livre. Livre. Il réserve un livre. So, er reserviert ein Buch. Er kehrt zurück. Il retourne. Il retourne. Oui, elle semble malade. Ja, oui, elle semble malade. Ja, sie scheint krank zu sein. Ja, sie scheint krank zu sein. Je rêve de ma femme. Je rêve de ma femme. Je rêve de ma femme. Ich träume von meiner Frau. Le tigre semble malade. Le tigre. Ist Tigre der Tiger? Ja. Tigre. Le tigre semble malade. Der Tiger scheint krank zu sein. Der Tiger scheint krank zu sein. So. Okay. Text übersetzen haben wir gemacht und damit haben wir die Lektion abgeschlossen und sind jetzt 32% fließend. Juhu! Ich meine, ich vertraue dem Wert zwar nicht, aber okay, dankeschön. Lektion 9. Signifie sors suppose tombe tourne. Okay. Ça signifie quoi? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ça signifie. Wie spricht ihr das aus? Ça signifie quoi? Signifie. Ça signifie quoi? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ça signifie quoi? Signifie. Ça signifie quoi? Was bedeutet das? On tombe malade. On tombe malade. On tombe malade. Tombe heißt fallen. Und tombe malade heißt dann wahrscheinlich, er wird krank. Tombe. Tombe malade, genau, er wird krank. Man wird krank oder wir werden krank. Wir werden krank. Man wird krank, genau. Servez-vous de l'alcool? Servez-vous de l'alcool? Servieren Sie Alkohol. Serviert er Alkohol? Serviert ihr Alkohol? Ah, de l'alcool, genau. Schenken Sie Alkohol aus, okay. Elle sent. Elle sent. Sie fühlt. Oder was? Sie sent. Fühlt. Sie spürt, sie riecht. Sie fühlt. Sie fühlt. Elle sort. Elle sort. Sie geht. Sie geht weg, oder? Sort. Sie geht aus. Ah, sie geht aus. Sie nimmt heraus. Ja. Elle. Sie geht aus. Sie geht aus. Sie geht aus. Il sort. Il sort. Il sort. Je tourne. Je tourne. Ich drehe mich. Tourne. Drehe, biege ab, wende. Ich wende. Okay. Ich wende. Ich wende. Je suppose qu'il pleut. Je suppose qu'il pleut. Suppose. Suppose. Ich nehme an, es regnet, oder was? Suppose. Ich nehme an, ich vermute, es regnet. Okay. Ich vermute, dass es regnet. Ich
vermute, dass es regnet. Regnet. So. Oh, das ging schnell schon wieder. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn es fertig ist. Und kommen wir nun. Oh, schon letzte Lektion. Wahnsinn. Ich hab das Gefühl, wir hätten gerade erst angefangen. Je viens. Meine Güte. Je viens. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ich komme. Je travaille. Je travaille. Ich arbeite. Ich arbeite. Les garçons se rasent. Les garçons se rasent. Rase. Die rasen, oder was? Rase. Rasieren. Die Jungs rasieren sich. Mhm. Mhm. Die Jungs rasieren sich. Die Jungen Le loup s'enfuit. Le loup s'enfuit. Loup, was ist denn loup? Loup. Wolf, okay. Lupus, ah, okay. Le enfuit. Loup s'enfuit. 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 Flieht. Der Wolf flieht. Der Wolf flieht. Flieht. Combien vaut-elle? Combien vaut-elle? Wie viel vaut sie? Wo? Ist wert. Wie viel ist sie wert? Wie viel ist sie wert? Je travaille. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Ich arbeite. Je travaille. Weille. Je travaille. Ich arbeite. Il utilise un chapeau. Il utilise un chapeau. Er benutzt einen Hut. Oder? Benutzen ist das doch, ne? Utilise. Verwenden, benutzen. Er benutzt einen Hut. Er benutzt einen Hut. Er verwendet einen Hut. Und das war's schon. Ich kann es gar nicht glauben. Das waren 10 Lektionen. Krass. Es geht so schnell. Es macht so Spaß. Es ist so einfach. Alles zusammen. Ich meine, ich lerne dabei. Es ist ja nicht so, als wüsste ich das alles schon. Ich meine, es ist so, die Sachen habe ich mal gewusst, habe sie wieder vergessen, weil ich jahrelang kein Französisch gelernt habe, kein Französisch trainiert habe. Und jetzt, ja. Jetzt kommt alles wieder. Das macht Spaß. Es ist schön, wenn alles wiederkommt. So, und das war wieder eine kurze Aufnahmesession. Und mal kurz ein paar Kapitel gemacht. Naja, ein Kapitel gemacht, aber das war ein ziemlich langes. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum